Hallöchen liebe Leute, willkommen zu einer weiteren Folge. Erstmal zu Herrn Ebelsbach. Öffne wie das Play. Servus, guten Tag, mal Zeit. Wonderful, good morning, I wish you. And now we would drive this wheat to the, Raiffeisen Market in the city. So we have done a mission for, our farmer. The farmer is... Farmer is, I don't know who is the farmer, but yes, egal. Hä? Verstehst die Rechnung nicht ganz? I don't understand, Bill. We don't have a sell all things, so we must buy money to money, so we become not more money, and now if we sell this and then we get more money. Yes, I spoke English because I must learn this and my English is very well, so I spreche Deutsch very good. So, jetzt rede ich Deutsch, mein Englisch ist richtig schlecht, wie man vielleicht hört. Muss mal üben. Aber ich werde jetzt einfach was machen. Einfach mal just for fun, vielleicht sollte man ein englischsprachiges Tutorial machen. Je nachdem, wenn es irgendwas gibt, was man machen könnte. Okay. Egal, ich habe die Rechnung nicht ganz verstanden, aber ist auch egal. So, das Feld ist abgeerntet. Wir fahren jetzt mal mit der Maschine zurück nach Hause. Wobei, wir könnten auch gucken, ob wir noch eine Mission haben. Feld 4. Könnte ich richtig sagen, dass wir Feld 4 ernten. Können wir das mit CP machen und wir fahren ab. In Option. Na, machen wir. Das machen wir. Oh ja, ist mein FPS gerade schlecht. Soundbild. Ich muss mal ganz kurz Movie Maker sagen, er soll aufhören. Movie Maker, stopp. Danke. Das geht jetzt so gar nicht zu fahren. Also nebenbei mit Movie Maker irgendwas zu machen, unfassbar. Nein, überlassen. Wenn es so war, dass Donnerstagsfolge zu spät kam. Lag es daran, dass ich während der Aufnahme kein Movie Maker laufen lassen konnte? Jo. Also das war ein großes Problem darstellt, da ich so im Anzugplan nicht ganz klarkomme. Aber egal. Neues Thema. Und zwar, ihr wisst es vielleicht schon, oder ihr habt es vielleicht schon gehört. Der LS19 Mod Contest ist gestartet, offiziell. So kommt noch mal ein Infovideo. Heute. Also kam gestern, weiß ich nicht. Die Zeit ich schaffe. Wir kommen mal vorbei, Alter. Durch. Ich bin schneller als du im Rennen. So schnell im Rennen als du im Fahren. Ich habe vor, mir alles mal das mitzumachen. Das heißt, Oberschuss, ich habe einiges vor. Ich weiß nicht, ob ein Abgabetermin ist, muss ich mal gucken. Dazu kommt auf jeden Fall ein Infovideo. Ich will eine Map bauen. Das ist mein Plan. Ich baue eine Map. Eventuell kennt ihr Pfälzer Agrarvideos. Wie ihr das kennt. Diese Map wollte ich nachbauen. Und somit habe ich mir überlegt, komm, machst du das. Und dann läuft es. Ja, aber das Problem ist jetzt, ich weiß nicht, wie man ein echtes Server in LS19 bekommt. Das will ich jetzt rausfinden. Beziehungsweise ich werde ich werde fragen irgendwelche Leute, ob die das wissen, wie es geht. Und dann könnte ich vielleicht Antwort bekommen und somit wird es klappen. Aber dafür müssen erstmal Leute antworten. Ich habe bis jetzt noch keine Antwort von Leuten bekommen. Discord, ich habe hier schon vor zwei Stunden geschrieben. Okay, zeige ich nicht viele, aber ich habe auch viele Modder angeschrieben. Ich habe Farmer Andy angeschrieben, ich habe AG von dem Map hier angeschrieben, den Bauer. Und keine Antwort bekommen. Aber es ist halt nun mal so, wie es ist. Kann nichts ändern. Deswegen lassen wir es jetzt einfach so, wie es ist.
So, mal ein bisschen Cosplay-Kurs. Sag mal, Abfahrer einstellen. Das ist ja kurz auch viel besser. So, er fährt. Das Blinky Blinky lassen wir mal an. Sieht man wenigstens, dass ich auf der Straße stehe. Und wir begeben uns jetzt mal in den Deutz. Bin vorbeigesprungen. So, in den Deutz wollte ich begeben mit euch. Also zum Teil. Wir brauchen noch den Waldrat für den Pflanzenschutz. Obwohl, wir haben hier Pflanzenschutzmittel, das können wir mit dem Schlauch rausholen. Und drauf den gut. Ich glaube, wir müssen es anders machen. Wir müssen doch den Wald drauf holen, den Container runterholen. Ei, ich hänge am Gerät. Bei Wochen. Na, da ist er. Ich will noch ein paar Sachen auf dem Hof machen hier, mit dem Trigger. Ich muss das Silo noch ein bisschen festmachen, aber. Also Silo noch Reifen drauflegen, dass nicht wegfliegt, die Plane, weil die haben sich noch ein bisschen Wind gemeldet. Ich will, dass der Plan wegfliegt, deswegen. Also noch da ein bisschen Plan drüber machen. Was ich heute machen wollte und die andere Sache ist. Halt dann noch die ja. Düngen fahren. Tja, das ist doch wieder fort. Schau, die ganzen Tanks mal hier hin, die sind alle angefangen. Wir haben jetzt 5 angefangene Düngertanks. Für Düngertanks. Ganz toll. Hält aber gut davon auf der Kante. Muss ich wieder vorne hochgehen, der Trigger. So. Ui. Ich glaube, die letzte Folge war ziemlich lang gewesen, aber das ist nicht so schlimm. Das macht schon Spaß, so lange Folgen zu produzieren, ehrlich gesagt. Hab während dem Timelapse da noch ein bisschen mit Luke labert und ja. Es wird demnächst neue Projekt bei Luke kommen. Planung ist durch. Plan steht, wie gesagt, vom Projekt. Was soll denn noch gemacht werden? Das ist ja kein Problem. Wir fangen hier auf. Welchen Feld fangen wir denn an? Wir fangen auf dem hier an, würde ich sagen. Man kann ja nämlich andere Felder alle machen. Gucken wir mal, was auch stimmt. Das scheint zu stimmen. Wie wir hier fahren. Das scheint zu stimmen. Bei Nachtprisen ist das nicht so das Schönste, aber was soll's, muss halt gemacht werden. Postbescheinigung ist übrigens da. Ich habe sie nicht schriftlich mit dem Träger, die liegt noch zu Hause auf dem Küchentisch. Aber sie ist angekommen. Ich kann mir kurz sagen, was drin steht. Also drin steht halt. Ja, abholzen. Alles an Holz, was da ist, weil es besteht die Gefahr immer noch, dass die anderen Bäume schon Borkenkäfer besitzen. Und dann die anderen Bäume, die wir pflanzen, werden auch die Borkenkäfer bekommen. Und zweite Sache, sie müssen dann geschält werden. Und müssen dann, ja, können dann zwar noch verkauft werden, aber müssen halt speziell geschält und
gespritzt werden. Entweder das oder halt ordentlich fachgerecht verkauft und gelagert. Das heißt, wir dürfen die nur da lagern oder irgendwo, wo keine Pflanzen in der Nähe sind. Bäume. Das heißt, im Umkehrschluss, es wird sehr anstrengend werden, das Lagern, aber es ist möglich. Ist mit? Alles mit. Perfekt. Aber lassen wir ein bisschen was aus. Das ist doof. Zu viel aus, das ist immer doof, aber wenn man alles zu, wenn man zu viel überfährt, ist auch immer doof. Das ist alles immer so ein Mittelding, was man finden muss. So, als nächstes fällt immer Rosinen. Bin genau. Hier ist es Unkraut. Da ist eine Unkrautpflanze. Wie sieht die aus drin? Oh, das ist braun. Fängt alles an abzusterben. Perfekt, so. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ab zum Waldra. Und fahren die erste Dings holen. Das sind schon Paletten. Ihre. Nein. Nope. Ach so, das auch machen. Von Ecke macht er nicht, aber doch geht ja. Nehmen die Reifen auf die Palette, ist auch nicht, auf die Gabel ist auch nicht schlimm. Probier ich das mal aus. Ist ja noch da. Ich werde mich in die Reifen mitnehmen. Um da drauf zu schmeißen. Tanken. Ich glaube, diese Folge wird er nicht fertig werden mehr, aber nächste Folge wird er fertig werden, denke ich mal. Jetzt werde ich ihn offline fertig machen lassen, wäre auch eine Option. Ich glaube, das würde ich noch so machen. Ist offline fertig werden, vielleicht so noch ein, zwei Missionen, mache die fertig schon mal. Mit CP und dann zeige ich euch nachher das Ergebnis. Ein bisschen vorankommen. Stehen? Stehen, ja. Perfekt. Das kann ich leider nicht beschieben, schade. Aber gar nicht, passt so. Ja, passt so. Das Tempo macht mal ganz runter. Okay, dann kann man ihn hier fahren. Ich glaube, noch 6 ist so. So.
Nochmal hier wieder am ersten Wegpunkt anfangen. Abfahrt einstellen. Ja, du fährst, super. Nein! Naja, einen Reifen haben wir noch mit. Ei! Okay, jetzt haben wir gar keinen Reifen mit. Das funktioniert ja auch super. Egal, dann lassen wir die Reifen von hier. Das reichen hier schon so. Ich wollte eigentlich die Reifen von da hinten nehmen, dass die mal da wegkommen. Nehmen wir die Reifen von hier erstmal. Ist ja nur, dass hier vorne die Kante fest ist. Schon mal dahin die Reifen. Ja, da hinten muss ich nicht so weit schleppen. So. Sollte reichen an Reifen, denke ich. Oder hoffe ich mal. Wir die Kanten ein bisschen abgedeckt kriegen. Ich hoffe jetzt auch mal, dass die Objekte hier nicht bei ihr Maps da wieder zurückgehen, wo sie herkommen. Ziemlich traurig. Aber egal. So. Den Reifen da reinlegen. Den Reifen hin. Den da oben hinschmeißen. Das ist gut. Noch einen hier oben auf die Mitte legen und dann passt das, denke ich mal. Eigentlich da reinfallen. Langsam, 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 nicht runterrollen, egal, wir fliegen. Soll so passen, denke ich. Also, den Fendt hier weg, er steht im Weg. So. Hier, tap tap, GS. Ja, GS, T, tap tap tap. Tap. GS, Z, FOV, 20, tap, tap. Tap, tap. Tap. Noch mal ein schönes Screenshot. Druck. So, tap, tap, GS, Z, FOV, 75. Mal wieder raus, tap tap, tap 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 tap. So, passt wieder alles, perfekt, sieht gut voll. Wie viel Prozent haben wir denn schon gegärt? 36%. Es wird. Dann brauchst du noch, ja, 9 Minuten. Dann lasse ich ihn mal alleine jetzt so ein bisschen rechnen. Ich gehe das jetzt durchschneiden. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge morgen am Samstag. Da sollten, wenn alles gut geht, 2 Folgen sogar kommen. Und ja, ich würde sagen, das war's dann für heute. Macht's gut. Bis morgen. Und vergiss nicht zu liken, wenn es euch gefallen hat. Doch, was kann man noch so sagen? Abo nicht vergessen, like nicht vergessen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss, Uli. Bis nächstes Mal. Samstag. Und ciao, Leute.